area. So where can I work? Where can I earn? Where can I fish? Wirksamer Schutz der Korallenriffe gegen die Zerstörung? Fehlanzeige. Denn die Interessen der Fischindustrie gehen vor. Wir sind weitergefahren, quer über die Fanga Bay. In Krabi besuchen wir das Fisheries Research Center. Hier will man aufklären. In Becken können die Schulkinder die Schönheit der tropischen Fische bewundern. Die Thailänder selbst wissen viel zu wenig über die Bedeutung der Korallenriffe. Khon Pai Boon leitet das Zentrum, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert. Für ihn ist wichtig, dass die Besucher den Zusammenhang zwischen gesunden Korallenriffen und dem Schutz der Küste begreifen. Hierher kommen viele Schulkinder, sagt er. Wir können ihnen zeigen, wie das Leben in den Riffen funktioniert, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, was die Umwelteinflüsse betrifft, die Hauptgefahr für die Korallenriffe geht von den Eingriffen durch den Menschen aus. Das sehen wir eindrucksvoll in der Fanga Bay. Eigentlich darf hier in der Nähe der Küste nicht gefischt werden, so will es das Gesetz. Trotzdem finden wir überall auf dem Meeresgrund zerrissene Fischernetze und verwüstete Korallenstöcke. Stück für Stück stirbt das Riff und damit der wichtigste Schutzwall. Dem nächsten Tsunami ist das Land dann wieder schutzlos ausgesetzt. Viele verschiedene Fische finden wir nur noch in der Nähe von Schiffswracks. Hier können die Trawler ihre Schleppnetze nicht über den Meeresgrund ziehen. So wird dieses versunkene Fährschiff zum letzten Refugium für die Bewohner des Korallenriffs. Bilder, die wir nur noch in der Nähe von Wracks auf dem Meeresgrund zu sehen bekommen. Unsere Fahrt geht weiter zu den Phi-Phi-Inseln. 2 Bootsstunden von Phuket entfernt. 2004 zerstörte der Tsunami die kleinen Inseln fast völlig. Der Ausflug zu den Phi-Phi-Inseln gehört heute wieder zum Programm aller großen Reiseveranstalter. Kommen Sie mit mir mit, wirbt der Animateur im Hafen von Chalong. Täglich bringen Dutzende Speedboote die Touristen zu den Phi-Phi-Inseln. Wir haben uns einer der Ausflugstouren angeschlossen und fahren durch die malerische Inselwelt. Die zerklüftete Küste, die bizarren Felsnadeln im Meer. Ein einmaliges Naturerlebnis für die Besucher. Und die kommen Jahr für Jahr zu Hunderttausenden nach Phi Phi Don, der Hauptinsel. An den verheerenden Tsunami erinnern nur noch Warnschilder. Eine Evacuation Route ist ausgeschildert. Beim nächsten Tsunami sollen sich die Menschen über diese Fluchtroute in Sicherheit bringen. Fragt sich nur, wohin sollen die vielen Touristen? Die ganze Insel, 2 Kilometer lang und nur 1,5 Kilometer breit, ist zugebaut mit Souvenirshops, Restaurants und Hotels.
Genau dies hätte nie geschehen dürfen, räumt sogar der Leiter des staatlichen Marineforschungsinstituts ein. After tsunami, the government planned that. Nach dem Tsunami plante die Regierung für Gebiete, die besonders betroffen waren, wie den Patong-Strand oder die Phi-Phi-Inseln, einen maßvollen Wiederaufbau, sagt Nippon Feng Suwan. So war der Plan, aber das ist nicht gut gemacht worden. Die Leute in der Regierung, die für die Durchsetzung der Pläne verantwortlich waren, hätten besser arbeiten müssen, um diese Gebiete zu schützen. Harte Kritik. Umso erstaunlicher, dass sie aus dem Mund eines Regierungsvertreters in Uniform kommt. Den vielen Menschen auf den Phi-Phi-Inseln hilft das Eingeständnis allerdings wenig. Dem nächsten Tsunami sind sie wieder schutzlos ausgesetzt. Wir fahren weiter zur nächsten Touristenattraktion. Wild lebende Affen in dieser kleinen Bucht. Täglich besucht von tausenden Touristen, die ihren Müll einfach über Bord werfen. Gefundenes Fressen für die Tiere. Mit dem für Thailand typischen Longtail-Boot geht es zu einer Insel, auf der die Einheimischen wohnen. Das ursprüngliche Leben in Thailand sollen die Besucher hier kennenlernen. So zumindest steht es im Reiseprospekt. Doch die Insel mit den kleinen Holzhütten in der malerischen Felskulisse erweist sich als riesiger Souvenirshop. Hier gibt es alles, was es anderswo auch gibt. Für die Andenken aus dem Meer, wie diese ausgestopften Fische, werden die Korallenriffe regelrecht geplündert, weiß der Meeresbiologe Robert Hofrichter. Ein Igelfisch, die blasen sich auf, so wie die Kugelfische auch, wenn sie in Todesangst bzw. Not sind. Und man kann sie dann so austrocknen auf diese Art, als Souvenir für Touristen, ist natürlich keine feine Sache. Und sowas sollte man auch nicht kaufen. Hier haben wir die bekannte Kauri-Schnecke, die man auch als Währung verwendet hat, so kleinere Schnecken. Also leider Gottes ist es so, dass die Leute das hier aus dem Meer holen, weil sie nicht so viele andere Möglichkeiten haben, um Geld zu verdienen. Und eigentlich liegt es an uns Touristen, dass wir das nicht kaufen. Massentourismus in Thailand. Vor allem im Winter zählt das Land zu den Lieblingszielen der Deutschen. Thailand ist günstig. Für wenig Geld gibt es Sonne und ein künstliches Ferienparadies. Quadfahren durch den Dschungel inklusive. Und eine Elefantenshow. Früher wurden diese Tiere als Arbeitselefanten etwa zum Holztransport eingesetzt. Heute machen sie Kunststücke für die Touristen. Verkauft wird die Show als Einblick in den Alltag der Bevölkerung auf den Inseln Thailands. In Wirklichkeit ist das, was hier geboten wird, schlicht Tierquälerei. Von der sogenannten einheimischen Insel fahren wir weiter zum letzten Ziel, dem Höhepunkt unseres Ausfluges. Diesen Felsen kennen fast alle Touristen.
Und obwohl nur eine Einstellung aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt hier gedreht wurde und der Rest anderswo, heißt die Insel heute James Bond Island. Sich einmal wie Roger Moore zu fühlen oder sich zumindest in der Filmkulisse fotografieren zu lassen, bevor es dann weiter zum Souvenirstand geht. Nächstes Ziel unserer Reise ist Khao Lak, etwa 60 Kilometer nördlich von Phuket. Der zweite Weihnachtstag 2004. Wie andere Strände auch, wird der Biang Niang Beach von den Tsunami-Wellen verwüstet. 4.500 Menschen sterben bei Khao Lak. Der Strand heute. An den Tsunami erinnert fast nichts mehr. Mit internationalen Spendengeldern wurden die Hotels wieder aufgebaut. Direkt am Strand. Gegen den Rat von Experten. Wie vor 2004 ist Khao Lak heute wieder Ferienidylle pur. Es sind vor allem Deutsche, die kommen. Zwei Kilometer landeinwärts finden wir dieses Schiff. Das Polizeiboot 813. Der Tsunami hatte das tonnenschwere Boot ins Hinterland getrieben. Auf dieser Tafel ist seine Geschichte beschrieben. Ich glaube, dass sich das keiner vorstellen kann, was für eine Kraft und was für eine Gewalt so eine Welle hat. Aber wenn man dann so ein Boot sieht, weit vom Ufer weg, dann bekommt man ein bisschen einen Eindruck. Bei den Aufräumarbeiten hat man das Boot an Ort und Stelle gelassen, als Mahnmal. Gemeinsam mit dem Meeresbiologen Robert Hofrichter fahren wir weiter in Richtung Norden, zur Insel Koh Ra. Die Eco Lodge, die wir dort besuchen, ist Forschungszentrum und Hotel zugleich. Auf Luxus muss man hier allerdings verzichten. Der Biologe Kim Obermeier hat hier ein Tourismuskonzept verwirklicht, das Vorbild sein könnte für viele Orte in Thailand. Die Eindrücke vom Alltag im nahegelegenen Dorf, die der Besucher hier bekommt, sind echt. Im Gegenzug profitieren die Dorfbewohner unmittelbar von den Touristen. Als wir hier mit der Koh Ra Eco Lodge anfingen, sagt Kim Obermeier, fragten wir die Leute, ob sie überhaupt etwas mit Touristen zu tun haben wollen. Sie sagten ja. Dann fragten wir sie, was sie für ihr Dorf brauchen. Sie hatten Probleme mit dem Trinkwasser in der Trockenzeit. Jetzt bringen wir Touristen hierher, die für den Besuch bezahlen. Das Geld fließt in einen Fonds. Und im letzten Jahr haben wir mit dem Geld Baumaterial gekauft und zusammen mit den Einheimischen einen neuen Brunnen gebohrt. Den haben sie jetzt. Und das ist gut für das Dorf. Ist die Insel Koh Ra wirklich ein Paradies? Mit Fischern wie früher und einem intakten Korallenriff?